Wenn er Menschen vom Suizid abhalten will, greift Kiyoshi Watanabe zur Gitarre. Der 60-Jährige lebt am Rande des Aohikagara-Waldes in Japan. Der Wald ist wegen der hohen Zahl an Suiziden dort bekannt. Romane, Filme und Fernsehserien taten ihr Übriges, um dem sogenannten Selbstmordwald zu trauriger Berühmtheit zu verhelfen. Es ist wirklich herzzerreißend, dass die Leute hierher kommen, um so etwas zu tun. Und wenn ich Musik spiele, ist es in der Hoffnung, dass es einige von ihnen aufhalten wird. Bis heute sind einige wieder aus dem Wald gekommen, nachdem sie ihre Meinung geändert hatten. Übersetzt heißt Aokigahara Feld blauer Bäume. Ein Drache soll in dem Wald hausen. Der Ort ist für die Anwohner heilig, auch für Watanabe. Letztes Jahr sorgte ein YouTube-Star für einen Skandal, als er ein Video veröffentlichte, in dem eine Leiche zu sehen war. Watanabe beobachtet seitdem regelmäßig, wie Besucher mit Kameras zum Wald pilgern. Indem solche Videos verbreitet werden, zieht es Leute an, die zum schlechten Ruf des Waldes beitragen. So entsteht ein Teufelskreis und ich würde mir wünschen, dass sie damit aufhören. Laut Statistik ist in der Präfektur Yamanashi, in der der Wald liegt, die Zahl der Suizide seit 2014 zurückgegangen. Es gibt also Hoffnung für Kiyoshi Watanabe.